Sony Computer Entertainment presents Santa Monica Studio, The Chinese Room, CryEngine. Dieses Spiel wird an bestimmten wichtigen Stellen automatisch gespeichert. Bitte das Spiel nicht beenden. Und damit Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zu Everybody's Gone to the Rapture. Ein Spiel, wo ich, glaube ich, die erste Folge bei Gronkh gesehen habe und dann sehnsüchtig auf das PC-Release gewartet habe. Und jetzt ist es da schon eine Weile und ich komme jetzt endlich mal zum Aufnehmen. Wer das nicht kennt, es ist ein sehr ruhiges, storylastiges Explorations-Walking-Simulator-Adventure. Und ich würde sagen, ihr klickt einfach mal auf Start. Der Ernstfall kann ohne oder mit geringer Vorwarnung eintreten. Gute Vorbereitung darauf ist überlebenswichtig. Dann starten wir. Und ich freue mich doch sehr drauf. Also erwartet keine Action, erwartet keine Schießereien, keine Monster. Geht einfach mit mir auf diese ruhige Reise der Entdeckungen. Vielleicht ein gutes Let's Play zum Einschlafen. Oder einfach, um nach einem längeren Tag ein bisschen runterzukommen. Und einer interessanten Story zu lauschen und einem wunderbaren Soundtrack. Und einem Ladebildschirm. Es ist grafisch ziemlich aufwendig. Ich hoffe, mein Rechner kriegt das alles so hin. Ich bin Dr. Catherine Collins. Ich weiß nicht, ob dies jemals jemand hört. Es ist alles vorbei. Ich bin als Einzige übrig. Ich darf die Kontrolle übernehmen. Ich habe mal das Fadenkreuz eingestellt, was ein bisschen gegen Motion Sickness helfen soll. Und sind wir Catherine Collins? Sind wir die Einzige, die übrig geblieben ist? Ich werde so lange senden, wie es mir möglich ist. Wenn ich recht habe, kann man das Signal auf der anderen Seite des Tals empfangen. Das Ereignis hat Spuren hinterlassen. Wir verstehen es noch nicht, aber wir arbeiten daran, es irgendwie zu begreifen. Du kannst die Spuren nutzen, um zu finden, was du suchst. Die Antworten, sie sind alle hier. Die Antworten sind im Licht. Die Antworten sind im Licht. Ich finde die Grafik wunderbar. Kann ich ranzoomen? Nein. County and Kin. Ich höre, glaube ich, ein Telefon klingeln. Shropshire Magazine. Sechs, eins, vier, okay, ich weiß nicht, ob und wann und wie wir das noch brauchen. Wo klingelt denn hier überhaupt ein Telefon? Ja, das kann ich nicht aufmachen.
hört sich an, als wäre es direkt vor der Tür. Haben wir eine Karte. You are here, Observatory. Da sind wir. Vielleicht sollte ich mir diesen Code mal aufschreiben. Den kann man bestimmt irgendwann nochmal gebrauchen. Okay, ich habe ihn mir notiert. Dann schauen wir mal. Sprinten geht nicht. Man geht also in dieser gedämpften Geschwindigkeit hier durch die Gegend. Das Telefonklingeln kommt von links. Jetzt direkt von vor uns. Hier ist ein Telefon. Dies ist eine Sondermeldung des Komitees für Katastrophenschutz. Aufgrund der ungewöhnlichen Umstände unterliegen Radio und Fernsehen in diesem Gebiet ab sofort dem KFK gemäß der Krisenbereitschafts- und Handlungsverordnung von 1982. Lassen Sie Radio- und Fernsehgeräte jederzeit eingeschaltet. Bleiben Sie zu Hause und meiden Sie Kontakt zu anderen. Führen Sie keine Telefongespräche außerhalb des Orts. Verfallen Sie nicht in Panik und bleiben Sie ruhig. Lassen Sie diesen Sender eingeschaltet für Neuigkeiten. Okay. Also irgendwas ist hier vorgefallen. Ein Auto mit Absperrgittern. Komme ich rein? Nein. Einfach offen stehen gelassen. Da wurde was abgesperrt. Dann können wir wohl nur hier oben die Treppe hoch. Mal schauen, wo uns das hinführt. Ich sehe doch hier immer so verwischte Sachen. Da schon wieder. Ich weiß gerade nicht, was es von mir will. Rechte Maustaste und dann... Ah. Ich versuche nur, meine Arbeit zu machen. Sie beide werden in dieser Schicht als Einzige hier sein. Ich sage ja nur, falls der Strom fürs Haupttor ausfällt, kommt niemand mehr ins Observatorium rein oder raus. Dafür gibt's ja die Notfallgeneratoren. Gott, warum diskutieren wir das überhaupt? Kommen Sie ja nicht zu mir gerannt, wenn Sie hier festsitzen. Wenn wir hier festsitzen, können wir ja wohl kaum zu Ihnen rennen, oder? Überlassen Sie uns einfach die Denkarbeit und Sie können wieder Blätter zusammenfegen oder Glühbirnen auswechseln. Zufrieden? Dann Abmarsch! Arschloch! Das war wirklich unnötig. Nur weil du sauer auf mich bist, musst du es nicht an allen anderen auslassen. Kate, können wir einfach drüber reden? Nein, Steven, mir reicht's. Ich will nur weg von hier und heute Abend ist die beste Gelegenheit dazu. Du machst die Systeme bereit, ich gehe zu Turm 6. Kate. Ich liebe dich. Das weißt du, oder? Ja, das weiß ich. Na los, fangen wir an. Und im Licht gibt es Antworten, wie uns gesagt wurde. Und das sind wohl Gesprächsfetzen von vor dem Rapture. Der Entrückung. Passiert ist. Es wurde gerade gespeichert, das ist sehr schön. Das sieht einfach wunderbar aus. Ich habe leider nicht durchgehend 60 Frames, aber jetzt läuft es gerade wieder. Da hinten ist das Licht. Was macht das? Ich glaube, es will uns zu sich locken. Und hier kommen wir nämlich nicht vorbei. Das heißt, wir müssen wohl zum Licht. Jeremy.
Jeremy, warte. Danach zu urteilen, scheinen die das mit dieser Quarantäne wohl wirklich ernst zu nehmen. Falls Mrs. Borton hier lang gegangen ist, bevor die Straße gesperrt wurde, werden wir sie wohl nicht finden. Nicht, bis diese Sache vorbei ist. Das ist aber mehr als nur seltsam. Ich meine, das hier ist Jurken, um Himmels Willen. Es war doch nicht nötig, so grob zu werden. Na, wenn Sie so besorgt sind, dass Sie bereit sind, die Straßen zu sperren, würde ich annehmen, dass Sie es doch für nötig halten. Eins ist klar. Niemand von uns geht vorerst irgendwo. Aber er hatte ein Gewehr. Ein Soldat mit einem Gewehr. In Shropshire. Die Welt ist völlig verrückt geworden. Ich glaube, ich schreibe an meinen Abgeordneten. Tun Sie das, Barb. Und ich überbringe den Brief persönlich für Sie, sobald diese Absperrung wieder weg ist. Ach, kommen Sie, Barb. Ich kann nicht den ganzen Tag entlaufenden Rentnern hinterherjagen. Die Praxis öffnet sich nicht von selbst. Und ich muss Paracetamol nehmen, wenn wir zurück sind. Ich habe ganz plötzlich Kopfschmerzen. Er hat ganz plötzlich Kopfschmerzen, ob das vielleicht irgendwelche ersten Anzeichen für das sind, was hier passiert ist oder für die noch passieren wird. Jetzt gehen die Frames schon deutlich runter, jetzt sind sie wieder hoch. Ich glaube, das lag an dem Gras gerade. Mal gucken, ob ich vielleicht für die nächste Folge die Auflösung ein bisschen runter, nicht die Auflösung, sondern die Details ein bisschen runter stelle. Da klingelt schon wieder ein Telefon. Hier liegen Bücher. Ich werde nicht erkennen, was da draufsteht. Kate, falls du das hörst, du musst das optische System ausschalten. Es nutzt das Observatorium als Kanal, um zu uns zu gelangen. Und es breitet sich schon jenseits des Tals aus. Kate, das dürfen wir einfach nicht zulassen. Es wird stärker. Ich rufe Clive zurück und zwinge ihn, den Luftschlag anzuordnen. Ich sehe einfach keine andere Chance mehr. Hallo, hören Sie mich. Gott, wir brauchen Hilfe. Wir sind sie. Schließen Sie sofort auf. Sofort auflegen. Es ist im Telefon und er fordert einen Luftschlag an. Was ist denn hier nur passiert? Diese Bücher, ich kann nicht erkennen, was draufsteht. Welcome to Yorton, please drive carefully. Da hinten scheint Jeremy zu sein. Auto können wir nicht rein. Er hat hier bei der Bushaltestelle kurz Pause gemacht und hier sind schon wieder diese Wirbel. Was ich hier machen muss. Hier ist so ein Ding. Muss ich das irgendwie in der Mitte halten? Oder? Ich soll nach links und rechts. Muss ich da jetzt immer nach links und rechts hin und her? Oder?
leider nicht genau, was das von mir will. Das tut mir sehr leid. Irgendwie müssen wir hier diese Erinnerung triggern. Dann muss ich das irgendwo drüber legen. Muss ich das von irgendeiner bestimmten Seite angucken und das über einen anderen Punkt legen. Hier vielleicht irgendwie Hinweise, Grafik, Audio, Steuerung. Y umkehren. Ach mal, da kann man sich auch beeilen. Augen offen halten, in Bewegung bleiben. Umgang mit seltsamen Ereignissen. Guck mal gerade, was passiert denn jetzt mit dem Gamepad? Verstehe ich nicht, was ich da machen soll. Das tut mir gerade ziemlich leid. Hier ist dieses Ding und das kann ich. Jetzt kann ich es gar nicht mehr. Ich mach jetzt mal das, was da unten steht. Das tut mir sehr leid. Ich muss doch wohl mal gucken, wie das funktioniert. Was das hier von mir will. Kann ich auch nach oben drücken? Ich bin nur nach links und rechts. Aber wann ist es gut? Ich muss das irgendwo hinfahren, aber ich habe keine Ahnung wo. Ich muss mir das angucken, tut mir leid. Nächste Folge geht's dann hoffentlich damit weiter, wenn ich verstanden habe, wie das funktioniert. Sorry, Leute. Macht's gut. Tschüsschen.